Willkommen zum ersten Pflichtspiel. Und wir spielen erneut gegen Lech Poznan. Ja, das direkte Duell im Superpool haben wir für uns entschieden. 4-0. Gegen Ende wurde es noch ein bisschen knapp, aber wir haben echt dominiert. Das wollen wir natürlich jetzt fortführen. Ich muss mal gucken, wie meine Dings-Settings ausschauen. 50, 50 und 70. Ich spekuliere jetzt mal so ein bisschen vielleicht auch die Pässe ein bisschen kürzer zu machen. Aber ich lasse die Jungs erstmal so ein, denke ich mal, ein halbes Jahr so spielen. Und dann schaue ich mal, was sich da ändern kann. Weil ich finde Kurzpass, oh, das war knapp. Kurzpass ist ja echt nicht schlecht für meine Spielweise. Ich komme ja immer besser damit zurecht. Ja, mit einem Ticken mehr Risiko wird das natürlich richtig geil aussehen. So ist der Plan. Aber gut, Wolski erstmal auf Hähnen. Ballessa! Oh! Zieh doch direkt ab. Schade. Direkter Ball von Binting. Gut gedacht, aber knapp im Abseits. Hauptsache mal schon mal erstmal so das Tor gesehen. Ja, ist schon mal ganz wichtig. Da weiß man, da geht was. Ja, Suarez wieder ganz souverän. Ja, Heuberg mit von der Partie gleich am Anfang. Ah, Kumbé ist zu spät. Bereschinski, ganz starker Mann bei denen. Die haben ja richtig aufgerüstet. Hinein, komm. Oh, da wird er von der Seite gefoult. Okay. Ah, gut gesehen. Schön, Wolski, komm. Auf Hinein. Der muss sich drehen. Oh, Mann. War aber abgefälscht. Ja, es war klar, dass es jetzt nicht nochmal so einfach wird, dass wir ganz schnell ein paar Tore machen. Aber, ja gut, Hähnen, also ganz durchrennen ist natürlich auch nicht. Hähnen macht momentan auch ein gutes Spiel, aber man merkt ihm schon an, dass er Defizite hat. Schönes Tackling, schön gemacht. Oh, schön, der Doppelpass. Herrlich! Alter, war das schön gespielt. Doch, hätte auch einfach mal gerade ausschießen müssen, ne? Sollen. Hatte auch einmal, das war relativ am Anfang meiner Karriere, genau so eine Situation vorm Tor, weiß nicht, 30 cm in der Realität, und schießt rechts am Tor vorbei. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ja, da 30 cm vom Tor und schießt doch gegen die Querlatte und solche Geschichten. Alles schon gehabt. Schön gemacht, Lichnowsky. Heuberg, schön, da geht er ran. Ja, jetzt müssen die kommen. 1-0 für uns. Ja, schön gemacht von Kumbes. Leckt mich am Arsch, geil. Oh, Hene, komm, setz dich durch. Die grätschen aber auch so effektiv. Das ist ja wohl nicht normal. Schön gedacht, ich glaube, das muss. Wolski, nee, wir sind drei vorne. Schwer zu sagen. Wolski, komm, ja. Kumbes, ja, steht da gut. Hähnen kann sich jetzt hier noch nicht so ganz durchsetzen. Hat zwar die Bude gemacht, aber läuft noch nicht bei ihm. Ah. Oh, das war verzogen. Ah, die Menge, Boot. Ah, souverän ist was anderes, aber wir stehen stabil. Ja, die Noten, die sind jetzt nicht so geil. Wollen wir hier alle motivieren. Auswechseln muss ich jetzt noch nicht. Dazu ist es noch... euer Bestes. Keinen so großen Druck machen. Ich lasse die Jungs erstmal noch so spielen. Ich wechsle dann so aus, so ab der 55. Schönes Tackling.
Kalski kommt nicht mehr hin. Ah, schön von Lichnowski. Aber Lessa, sehr geil. Yes! Überragend. Guck mal, hat sie sich noch rechtzeitig lösen können? Da sie dann. Ich denke mal, den Madeira schicke ich mal rein. Den Hörweg packe ich mal rein. Für. Ich denke mal, für Lichnowski. Hätten wir auch schon alle. Ja, direkt zum Gegner geköpft. Jetzt kommen wir vielleicht noch vor der Auswechslung vielleicht nochmal ein schöner Spielzug. Das wäre natürlich optimal. Mit einer 3-Tore-Führung. Mit dem Hin stimmt was nicht. Der ist mir etwas zu, tja, unkonstant, irgendwie so, verliert ständig den Ball und, ja, solche Geschichten, das ist nicht geil. Binting, schön abgelaufen. Schön! Jawoll, Madeira, Alter. Schöne Übersicht gehabt. Schön gesehen. Hat er die Ruhe gehabt und die Übersicht. Mehr verlange ich von diesem jungen Spieler nicht. Warum auch? Der kann auch nicht so viel. Oh, er war jetzt zum Auftakt die Null hinten. Das wäre natürlich glänzend. Ich akzeptiere dumme Tore. Das heißt, keine Ahnung, irgendwie so aus dem Gewusel raus. Solche Tore oder eben Standards. Elfmeter. Ja, Elfmeter passieren ja jetzt nicht so oft. Aber, boah, würde ich auch noch akzeptieren. Aber so richtig so Tore aus dem Spiel heraus, die möchte ich natürlich nicht sehen. Lässt sich natürlich nicht komplett vermeiden, das ist ja völlig klar. Aber wir möchten natürlich eine tolle Offensive haben, aber natürlich auch eine tolle Defensive. Die wir jetzt auch noch ja bisschen umstrukturieren. Was natürlich nicht gerade fördernd ist. Allerdings, Stammplatzduelle. Beziehungsweise, zum Genießen. Zum Genießen. Alter, nice. Ja, was ich sagen wollte, das müsste ja irgendwie Stammplatzduelle irgendwie geben, ne? Positionsduelle, damit sie sich gegenseitig pushen. Gab's in den letzten Jahren jetzt nicht so oft, weil einfach die Alternativen gefehlt haben. Aber jetzt kann ich mir das doch relativ gut leisten. Unnötige gelbe Karte von Højbjerg. Kurz vor Ende. Oh, schon wieder, ey. Wieder eine gelbe. Komm, hör mir auf. Ist bloß kein Tor. Jawohl, Grant Beck. Innen, komm. Schön Roulette. Und wird gelegt. Und hau noch einen rein. Oh. Ja, lol. Ja, der Madeira noch einen Ticken in Rückenlage gewesen. Nicht ordentlich Druck dahinter. Tipp ich mal. Ja, super Sieg. Ja, gut, man muss sich ja jetzt nicht so feiern, aber
Wichtiger Sieg, Auftaktsieg 4:0. Klasse. Ja, vielleicht wird das noch. Mit der Treffsicherheit, die werden ja auch immer besser. Allerdings so Valesa und Hähnen, die verlieren jetzt ein bisschen, so vielleicht nur so 2 bis 3 Punkte, weil sie quasi jetzt über ihrer Maximalstärke sind. Oh, ey, hoffentlich muss ich jetzt nicht viel klicken. Guck mal, Fortuna Köln gegen Bayern, Bremen gegen Dortmund, Braunschweig Köln, Paderborn Wolfsburg, Schalke gegen Nürnberg, Stuttgart Karlsruhe, HSV gegen Mainz, Hoffenheim Leverkusen. Ah, da geht schon was. So. Madeira nur mit einer 3,5, aber sehe ich ein bisschen anders. Binting noch um eine 3 gerettet, sehr gut. Ja, schauen wir uns nochmal die Tabelle an. Oh, da gab es ein 5:3, sehe ich. Śląsk Wrocław gegen Bielsko Biała. Not bad. Und Lech Poznań, klar, letzter wegen uns. Aber Krakowia Krakow nun unentschieden gegen Bielsko Biała. Nee, gar nicht, weil gegen Białystok. Białystok. Kann sein, dass ich die ganze Zeit Bielsko Biała gesagt habe. Aber ich habe eigentlich Białystok gemeint. Beste Spieler, ja. Mein Stürmer, mein Keeper, ja gut, erster Spieltag ist natürlich nicht so aussagekräftig. So, Ausbildungsentschädigung 17.000. So, Auflaufprämie für Heuberg, ja, kannst du haben. Oh, diese scheiß Angebote, ey. Hör doch mal auf damit. So, immer mal einen Blick in die Jugend rein. Können da welche nachkommen. Team Dynamic, ja, sieht momentan auch ganz gut aus. Warte mal, Scouts. Klar, ich habe jetzt noch ein paar Leute scouten lassen. Die in der Blickliste sind. Warte mal, beobachtete Spiele, Blickfeld. Habe ich da einen Scout-Bericht schon? Nee. Auf jeden Fall will ich da die Leute hier mal so langsam anschauen. Vielleicht kann ich da den einen oder anderen holen, der super talentiert ist. Erstmal gucken, was sie so drauf haben. Nötig haben wir es jetzt nicht. Jugendspieler können wir jederzeit holen. Also alles cool. Boah, jetzt gegen Arsenal. Das ist ja Europa League-Sieger. Das wird eine ganz, ganz enge Nummer. Guck mal, Heuberg. Noch ein Ticken bis auf 0 ist mit dem Selbstvertrauen, ist er auf 59. Nicht schlecht. Ja, das pusht er sich noch so ein bisschen, also er kommt hier locker über 60. Wir sind schon bei 54. Gut. Madeira hat er jetzt auch gespielt. Steigert sich auch kontinuierlich. So. Elmo Pum muss auf jeden Fall mal spielen. Nehmen mal den Madeira raus. Ich glaube, den Hörweg packe ich mal ein, aber der Hörweg wäre riskant, aber er hat alles, was er braucht, um gut zu spielen. Ich mache es mal. Für Binting kriegt man eine Pause. Wolski vorne. Ja, kannst du den Zidane hinpacken? Der ist eigentlich ganz gut. Ich brauche dich im nächsten Spiel in Topform. Ich bring dich mal rein.
werde ich mal den Yadi, dass die Mitte vernünftig aufgestellt ist. Dann werde ich den Quarcik reinbringen. Banas. Wilk packe ich mal auch rein in die Reservebank. Elmapur muss auf jeden Fall gefördert werden. Ist gut trainiert. So. Gibt es ein paar Gespräche. Habe ich schon gemacht. Hörweg. Dem Hörweg sage ich mal, dass ich ihn in der Liga spielen lassen werde. Ja, das reicht auch erstmal, dass er schon mal motiviert ist. Habe ich schon mal in die Jugend geguckt jetzt? Ja. Gut. Er hat nicht viel gebracht, ist immer noch auf plus 0 oder plus minus 0. Schon mal eben hier rein, ob jemand was möchte. Beziehungsweise ich den Mastur endlich kriegen kann. Wird nix. Thomas Kaul, ne? Der wird nicht besser. Er wird einfach, obwohl. Schau mal eben. Ne, von der Stärke. Ist nicht besser. Sogar verloren. Hat er eine feste Ablösesumme oder sowas? Ne. Wäre natürlich geil, wenn ich den kriegen würde. Der ist, glaube ich, sogar ein bisschen besser als meiner. Schauen wir uns einfach mal an, was für neue Jugendspieler es hier gibt. Croquet, Maria. Nö, ist völlig klar. Alle so teuer. André Mende, der Keeper. Ja, ich habe Grant Beck. Er wäre vielleicht interessant, wenn Grant, warte mal, wenn Grant Beck bis 2019. Vielleicht kann ich da noch einen Vertrag ausmachen. Aber bis 19, guck mal, das haben wir jetzt hier. Also bis 17, bis 18, also 2 Jahre. Und dann müsste ich den verkaufen, um ein bisschen Kohle noch zu kriegen. Oder ich kann den verlängern. Also verlängern wäre schon geil, weil die Werte zu kriegen, also das dauert eine Weile. Bei André Mende, ja, ist halt schwierig, ne? Er wird jetzt so auf kurz oder lang bestimmt nicht Stammspieler. Warte mal, jetzt hab ich, muss ich auf Spieler suchen wieder gehen. Guck mal, die Ruhe hat er nur 40, Reaktion nur 70, also. Und 21 ist er dann auch schon. Beziehungsweise wird dann 23. Würde sich auch schon nicht ganz schnell entwickeln. Sergio Ramos. Ja, das ist ein geiler Verteidiger. Aber sonst ist hier jetzt nicht so viel, was die jungen Leute angeht. Aber wahrscheinlich gibt es sehr, sehr viele mit 8 Sternen. Ganz cool, wie Ser Augusto. Ja, der gibt schon klasse Spieler. Der kostet sogar schon, das ist meiner, wollte gerade sagen, 10 Millionen. Hier Coverley von Arsenal, 9 Millionen. Ist Rechtsverteidiger. Kann ich mir gar nicht leisten, aber könnte beides spielen. Das wäre optimal. Guck mal. 5 und 4. Ja, da könnte man hier durchgucken. Warte mal, ich guck mal eben, ob irgendwas realistisch wäre. Oh ja. Aber ein zentraler defensiver Mittelfeldspieler, beziehungsweise zentraler Mittelfeldspieler, jetzt nicht unbedingt nötig. Nicht zwingend. Mach ich mal so. Viele gelb. Ach so, Nationalspieler, beziehungsweise in Urlaub. Okay. War das realistisch? Ja. Ich
Ich mach mal nur so, zack. Eine Stärke, guck mal, Geromel. Irgendjemand Jüngeres, Sörensen. Spielt gerade in Italien, Bologna. Also Innenverteidiger ist schon mal interessant. Malanda. Aber ist es nicht der Bruder von Dings? Malanda Mandala heißt er, glaube ich, vom Keeper. Innenverteidiger, die AKT. Nee, sonst nichts Interessantes. Gut. Ah ne, gucken wir uns mal eben die Sponsoren an. 15.000 bei 7 Banden. Das ist schon wenig. Wir müssen auf jeden Fall mehr rausholen. 18.000. Ich mach noch einmal. Ah, too much. Das ist doch ein bisschen wenig im Vergleich zu den anderen. Muss man schon sagen. 62.000. Ja, das ist in Ordnung. 3 Jahre. Okay, also auf jeden Fall senken. Okay, schon mal geschafft. Summe erhöhen. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Okay, haben wir alles gemacht. Mehr können wir nicht machen. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir schalten live zum Finale gegen Arsenal. Neutrale Ebene, ich weiß gar nicht, wo wir spielen. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber werden wir wahrscheinlich im nächsten Part herausfinden. Gut, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten spannenden Spiel gegen Arsenal London. Bis dann.